Professor Triberg. Aber liebe Frau, wie stellen Sie sich denn das vor? Wir sind mitten im Konzert. Bitte, legen Sie nicht auf. Können Sie ihm etwas ausrichten? Ich flehe Sie an. Richten Sie ihm etwas aus. Er soll nicht den Zug nehmen. Auf keinen Fall den Zug. Mal langsam. Was für einen Zug soll er nicht nehmen? Wer ist denn am Apparat? Nicht den Zug! Bitte. Sagen Sie ihm das. Hallo? Hallo? Muss ich auch noch den Laufburschen machen hier. Ja, bitte. Herr Professor Triberg, da war vor ein paar Minuten ein Anruf für Sie. Ich soll Ihnen etwas ausrichten. Etwas ausrichten? Mir? Sie sollen den Zug nicht nehmen. Nicht den Zug nehmen? Warum nicht den Zug? Wer hat denn anrufen? Eine Frau, aber sie hat ihren Namen nicht gesagt. Obwohl ich gefragt habe, wer am Apparat ist. Nicht den Zug nehmen. Die Frau hat ganz dringend gebeten, dass ich Ihnen das ausrichten soll. Es war eine ganz aufgeregte Stimme. Ja, schon gut, danke. Sie sind der Pförtner, nicht wahr? Ja. Warten Sie. Danke. Ja, das sind ja 10 Mark. Ja, behalten Sie. Besten Dank, Herr Professor. Eine aufgeregte Stimme, sagten Sie. Ja, und ganz atemlos. Atemlos? Wie jemand spricht, der gelaufen ist. So kam mir das vor. Tja, es war wahrscheinlich meine Frau. Ja, ich bin sicher, es war meine Frau. Nochmals vielen Dank. Bitte. Bitte sehr, Herr Professor. Und nochmal vielen Dank. Der Zug nach Wolfratshausen fährt in Kürze ab. Bitte einsteigen und die Türen schließen.
Verzeihen Sie, der Zug aus München. Da kommt er gerade. Verzeihen Sie, das ist doch der letzte Zug aus München. Ja, warum? Ich warte auf meinen Mann. Ach so. Dann ist er wohl nicht gekommen. Passiert! Was ist denn los? Da ist ein Toter im Wagen. Ein Toter? Hm? Fass nichts an! Der ist erschossen worden. Wieso denn erschossen? Schau das Fenster an. Im Wagen. Er ist Konzertmeister. Er ist mit dem letzten Zug nach Haus gefahren und seine Frau wollte ihn vom Bahnhof abholen. Sie kam gerade dazu, als zwei Bahnbeamte ihren Mann fanden. So fanden. Er ist durchs Fenster hindurch erschossen worden. Er stand im Gang vor dem Abteil. Was sagt die Technik? Karabiner oder Jagdgewehr. Und das Projektil? Ja, das hat erst die Scheibe durchschlagen, dann ihn und ist dann hinter ihm, die Abteiltür hat offen gestanden, durchs gegenüberliegende Fenster wieder raus. Also zwei Möglichkeiten, Chef. Entweder Unfall, es gibt Verrückte, die auf fahrende Züge schießen. Ja, oder eben Mord. Aber wenn es wirklich beabsichtigt war, den Mann umzubringen, dann muss der Zug gestanden haben, wahrscheinlich auf dem Bahnhof. Und wie viele Bahnhöfe kommen in Frage? Nur 12. Oh, das ist ja kaum eine Rede wert. Habt ihr alle Bahnhofsvorsteher gefragt, ob sie einen Schuss gehört haben? Alle gefragt, niemand hat einen Schuss gehört. Könnten Glassplitter gefunden werden? Was sagt denn die Schusstechnik? Es können möglicherweise von der gegenüberliegenden Scheibe Splitter nach außen geflogen sein. Aber die zu finden, Schiff, das halte ich für unmöglich. Ja, versuchen müssen wir's. Wer ist da? Moment mal bitte. Da ruft einer an wegen der Sache mit dem Geigenspieler. Der Pförtner vom Herkulessaal. Ja, bitte? Ja? Ja? Wo sind Sie jetzt? Ja, bleiben Sie da und warten Sie auf uns. Ich komme. Kriminalpolizei? Ja, ja. Guten Tag, die Herren. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Wissen Sie, ich habe es nämlich gerade in der Zeitung gelesen. Ich schlage die auf, Triberg, denke ich. Triberg? Und dann lese ich der Geiger. Da habe ich Sie dann sofort angerufen. Hm. Ist er denn wirklich im Zug erschossen worden? Ja. Ist er also doch im Zug gefahren? Herrgott, nochmal, ich habe ihm doch gesagt, er soll den Zug nicht nehmen. Auf keinen Fall den Zug nehmen. Ja, warum haben Sie ihm das gesagt? Warum? Ja. Ja, am besten Sie erzählen mal alles von vorne. Ja, also gestern Abend, das Konzert war noch im Gange. Da kam ein Anruf, eine Frau rief an. Sie wollte Herrn Triberg sprechen. Ich sagte, das geht jetzt nicht, ich kann den Mann nicht holen, das Konzert ist ja noch im Gange. Darauf sagte sie mit sehr aufgeregter Stimme, können Sie ihm etwas ausrichten? Es ist sehr dringend. Bitte richten Sie ihm etwas aus. Er soll den Zug nicht nehmen. Auf keinen Fall den Zug nehmen.
Ich fragte noch, wer es denn da war. Darauf hat sie nicht geantwortet. Was sagen Sie dazu? Ja, was haben Sie daraufhin gemacht? Als das Konzert zu Ende war, bin ich dann zu Triberg in die Garderobe gegangen und hab's ihm gesagt. Ja. Dass seine Frau angerufen hat. Na eben, dass er den Zug nicht nehmen soll. Und wie hat er reagiert? Eigentlich gar nicht. Danke, sagte er. Besten Dank. Er war nicht verwundert? Er hat nicht gefragt, ich meine, es liegt ja nahe, warum soll ich den Zug nicht nehmen? Danach hat er sich nicht erkundigt. Nein, das hat er nicht. Er fragte, wie ihre Stimme gewesen sei. Weil ich sagte, es war eine aufgeregte Stimme. Das wollte er dann nochmal wissen. Ich sagte, ja, die Frau war aufgeregt. Es war eine ganz atemlose Stimme. Atemlos, fragte er. Mehr nicht. Hatten Sie den Eindruck, dass er wusste, wer die Frau war? Ja, er sagte, es wird meine Frau gewesen sein. Und wie lange sind Sie hier zu erreichen? Heute bis 6. Ah ja, schreibt ihr die Nummer auf, ja? Ja. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Bitte sehr, Herr Kommissar. Ja. Guten Tag, zu wem wollen Sie? Guten Tag, wir hätten gern Frau Triberg gesprochen. Frau Triberg ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Sie hat eben eine Beruhigungsspritze bekommen. Ja, wir sind von der Kriminalpolizei. Bitte. Danke. Ich bin Frau Häusler. Ich habe das hier alles ein bisschen in die Hand genommen. Frau Triberg ist ganz unfähig, irgendetwas zu tun. Sie sitzt da, starrt vor sich hin. Es kann auch niemand fassen, niemand. Ich kenne Herrn Professor Triberg ganz gut. Er hat oft in unserer Kirche gespielt. Ein großer Künstler. Ein hervorragender Mensch. Bitte. Guten Tag, Frau Triberg. Ich bin Kommissar Keller, das ist mein Mitarbeiter, Herr Klein. Guten Tag. Guten Tag. Ja, es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihnen doch noch einige Fragen stellen. Bitte, fragen Sie nur. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Frau Triberg, es gibt zwei Möglichkeiten der Erklärung für den Tod Ihres Mannes. Es könnte sich um den Anschlag eines Verrückten gehandelt haben, dem es Spaß macht, nachts auf vorüberfahrende Züge zu schießen. Ihr Mann hat am Fenster gestanden und wäre ein zufälliges Opfer gewesen. Oder aber Ihr Mann ist vorsätzlich ermordet worden. Für diese zweite Annahme spricht ein Anruf, den Ihr Mann gestern Abend erhalten hat. Ein Anruf? Ja, im Herkulessaal. Das Konzert war noch im Gange. Eine Frau war am Telefon und bat dem Pförtner dringend, Herrn Triberg etwas auszurichten. Er solle nicht den Zug nehmen. Nicht den Zug nehmen? Unter keinen Umständen den Zug nehmen. Unter keinen Umständen? Das hat der Pförtner ihrem Mann ausgerichtet. Ihr Mann hat sich das angehört, in aller Ruhe, wie der Pförtner sagt. Ohne Fragen zu stellen, ohne sichtbare Reaktionen. Er bedankte sich und sagte, das wird meine Frau gewesen sein. Er meinte, ich habe angerufen? Ja. Aber nein, ich habe nicht angerufen. Das stimmt nicht. Der Anruf kam nicht von mir. Nein? Nein. Ja, dürfen wir mal Ihr Telefon benutzen? Ja, bitte. Harry, rufst du mal? Ja. Franzen, Kriminalpolizei. Einen Moment mal bitte. Dürfte ich Sie um etwas bitten, Frau Triberg? Ja, bitte. Würden Sie einen Augenblick ans Telefon gehen? Ans Telefon? Warum? Wozu? Ja, ich bitte Sie darum. Bitte. Und jetzt sagen Sie, kann ich Herrn Triberg sprechen? Kann ich Herrn Triberg sprechen?
Richten Sie ihm etwas aus. Bitte richten Sie ihm etwas aus. Richten Sie ihm etwas aus. Bitte richten Sie ihm etwas aus. Er soll nicht den Zug nehmen. Auf keinen Fall den Zug nehmen. Er soll nicht den Zug nehmen. Auf keinen Fall den Zug nehmen. Danke. Herr Franzen? Herr Kommissar, das war die Frau. Das war die Stimme. Ich bin ganz sicher. Ja, es ist gut. Besten Dank. Er erkennt die Stimme wieder. Er ist ganz sicher. Ich habe nicht angerufen. Wenn Sie es sagen. Herr Kommissar, ich pflege Frau Triberg, auch früher schon. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, was Sie jetzt tun. Die Frau hat ihren Mann verloren. Ganz recht, er ist ermordet worden. Machen Sie auf, Frau Häusler. Es wird meine Schwiegermutter sein. Guten Tag. Mein Name ist Triberg. Wer sind Sie? Ich bin Frau Häusler, erinnern Sie sich nicht? Ist meine Schwiegertochter nicht da? Doch, sie ist da. Bitte kommen Sie herein. Nehmen Sie den Koffer. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Irene. Ich habe meinen Koffer mitgebracht. Ich kann doch hier schlafen. Ja, ja, natürlich. Aus dem Telegramm ging nicht viel hervor. Ermordet worden? Er hatte ein Konzert in München. Er kam mit dem letzten Zug. Ich wollte ihn von der Bahn abholen. Ich war dabei, wie ein Bahnbeamter ihn fand. Die Kugel war durch das Fenster gekommen. Die Scheibe war zersplittert. Polizei? Ja, Kriminalpolizei. Ich bin Johanna Triberg. Ich wohne in Bamberg. Ich habe heute früh ein Telegramm bekommen, dass mein Sohn ermordet worden ist. Ich bin sofort hierher gefahren. Darf ich einen Kaffee haben? Ja, ja, natürlich. Ja, ich mach schon, Frau Triberg. Selbstverständlich. Danke. Darf ich um Ihren Namen bitten? Ich bin Kommissar Keller. Was haben Sie festgestellt? Wir sind noch bei den Ermittlungen. Darf ich mich nach dem Stand Ihrer Ermittlungen erkundigen? Haben Sie einen Verdacht? Nein, noch nicht. Ich möchte Ihnen etwas sagen, Herr Kommissar. Als ich heute Morgen den Inhalt des Telegramms begriffen hatte, dass mein Sohn ermordet worden sei, hatte ich sofort einen Verdacht. Haben Sie sich über die Verhältnisse hier im Haus informiert? Nein. Meine Schwiegertochter hat einen Liebhaber. Scheint, dass mein Sohn eine Art von Hindernis war, das aus dem Weg geräumt werden sollte. Entschuldige, Irene. Aber ich spreche über einen Verdacht, der sich bei mir einstellte, in derselben Sekunde, als ich den Inhalt des Telegramms begriffen hatte. Ich war darauf gefasst, dass du so etwas sagen würdest. Warst du? Dass dies dein erster Gedanke sein würde, ja. Das habe ich gewusst. Aber dieser Gedanke ist absurd, Herr Kommissar. Bitte, hier ist der Kaffee. Vielen Dank. Sie sind Frau Häusler. Ich weiß. Wer hat Sie gerufen? Hast du Sie gerufen? Nein. Ich kam von selbst. Diese schreckliche Tat. Es ging morgens wie ein Lauffeuer in der Stadt herum. Da habe ich mir gedacht, geh mal hin. Die arme Frau wird völlig gebrochen sein. War sie es? Sie war wie gelähmt. Völlig unfähig, irgendetwas zu tun. Milch? Zucker? Danke, nur Milch. Danke. Würden Sie meinen Koffer bitte ins Schlafzimmer bringen? Ins Schlafzimmer? Sein Bett ist doch frei. Du willst neben mir schlafen? Soll ich hier unten schlafen? Ins Schlafzimmer den Koffer. Ja, bitte ins Schlafzimmer. Frau Triberg, Ihre Schwiegermutter sagt, Sie hätten ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wer ist dieser Mann? Er heißt Andreas Kolling. Und wo lebt er?
Er lebt in München, in der Maximilianstraße. Was hat er für einen Beruf? Er schreibt, er malt, er ist künstlerisch tätig. Seit wann besteht denn die Beziehung? Seit einem Jahr. Wollten Sie sich von Ihrem Mann scheiden lassen? Ja, aber er wollte nicht. Warum wollte er das nicht? Er meinte, dass diese Beziehung irgendwann aufhören würde. Oh, Sie hätten doch Ihren Mann verlassen können. Das hat sie ja getan. Sie hat ihn verlassen. Für ein halbes Jahr. Und ist nach München gezogen. Und ist wieder zurückgekommen? Ja. Wann? Vor 3 Wochen. Warum sind Sie wieder zurückgekommen? Weil der Mann sie nicht ernähren konnte. Weil es ein elendes Leben war ohne Geld. Und hier zu Hause war Geld. Dass Sie zurückgekommen sind, bedeutet das, dass Sie Ihre Beziehung zu Golding aufgegeben haben? Sie hat sie nicht aufgegeben. Mein Sohn hat es mir geschrieben. Er hat mir viele Briefe geschrieben. In seinem letzten Brief schreibt er: Seit Tagen, Mama, wächst in mir ein Gefühl von Angst. Ich kann mir plötzlich vorstellen, dass die beiden sich vorgenommen haben, mich umzubringen. Entschuldige, Irene. Du bist sicher mit mir der Meinung, dass darüber gesprochen werden muss. Es ist doch wie eine Aussage, die er macht. Auch wenn er tot ist. Eine Aussage, die widerlegt oder bestätigt werden muss. Eine solche Verdächtigung, Mama, ist doch völlig verrückt. Ist sie das? Verzeihen Sie, wissen Sie, wo Herr Kolding wohnt? Kolding? Der die Dachwohnung oben. Wollen Sie was von ihm? Ja, danke schön. Bitte schön. Bitte. Ah ja, hier ist es. Guten Tag. Herr Kolding? Ja, da bin ich. Mein Name ist Grabert. Das ist Herr Heines, wir kommen von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Habe ich was verbrochen? Nein, nein, wir haben nur ein paar Fragen. Können wir reinkommen? Aber natürlich. Bitte sehr. Danke sehr. Kennen Sie Frau Triberg? Irene Triberg? Ja, Irene Triberg. Ach, deswegen sind Sie gekommen. Was heißt deswegen? Ihr Mann ist doch gestorben. Naja, was heißt gestorben? Er ist erschossen worden. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Nur in der Zeitung gelesen? Nein. Irene hat mich auch angerufen. Ach ja? Wann hat sie ihn angerufen? In der Nacht noch. Wir sind ja befreundet. Sehr eng befreundet. Wissen Sie das nicht? Doch, das wissen wir. Wo haben Sie mit ihr zusammengelebt? Hier? Ja. Hier. Wir wissen auch, dass Frau Triberg sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte. Ja, das wollte sie. Eine Sache, die mir, das können Sie mir glauben, völlig gleichgültig war. Aber ihr war es nicht so gleichgültig, oder? Nein. Komischerweise. Sie war versessen darauf, sich scheiden zu lassen. Nur der Mann hatte was dagegen. Wissen Sie, aus welchen Gründen? Aus welchen Gründen? Der Mann wollte sie nicht verlieren. Wer lässt sich schon gern was wegnehmen? Kennen Sie Herrn Triberg? Ja, er war mal hier. Er hat sich mit uns unterhalten, diskutiert. Er war mehrmals hier oben. Mehrmals? Er war sehr hartnäckig. Und hat hier ausschließlich Erfolg gehabt damit. Frau Triberg ist zu ihrem Mann zurückgegangen. Ja. Ja, das stimmt. Er hat ein paar gute Argumente gehabt. Welche? Der Mann hielt nichts von mir.
Irgendwie war er davon überzeugt, dass ich seine Frau ins Unglück stürze. Irgend sowas. Wann ist sie zu ihm zurückgegangen? Vor 3 Wochen. Und Sie haben sie gehen lassen? Warum nicht? Sie wollte es. Aus irgendeinem Grunde wollte sie es plötzlich. Hatten Sie Streit mit ihr? Aber nein. Hat sie die Beziehung zu Ihnen ganz aufgegeben? Das nicht gerade. Sie ist noch ein paar Mal hier gewesen. Sie werden nichts Dramatisches finden, falls Sie das erwartet haben. Sie malen? Oh. Sagen wir so, ich versuche mich auszudrücken. Was soll das darstellen? Das ist die Frage, die ich mir selber stelle. Aber Sie malen doch, um Ihre Bilder zu verkaufen. Ja. An Leute, die nicht fragen, was sie darstellen. Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 12:30 und 1:30? Nanu? Was soll ich denn davon halten? Ist das nicht die Zeit, in der Triebwerk erschossen wurde? Ja, das ist die Zeit. Ist Ihnen die Frage sehr wichtig? Ja, ziemlich. Ich verstehe das auch richtig. Sie fragen nach meinem Alibi. Ja, das ist richtig. Sie haben da Zeit. Ja, wir haben Zeit. Schön. Dann gehen wir am besten gleich. Danke, Erich. Guten Tag, Herr Kolding. Ist die Erika schon da? Moment mal. Frau Taubert! Frau Taubert! Das ist die Wirtin. Die hat gesehen, dass ich da war. Der Kellner hat es auch gesehen, aber den alten Herrn nehmen Sie vielleicht nicht ernst. Tag, Andreas. Tag, Erika. Ich habe eine Frage. Wo war ich gestern Nacht von 12:30 bis 1? Was sind das für Leute? Leute, die es gerne wissen möchten. Aha, so ist das. Er war hier. Er hat hier an der Theke gestanden, Bier getrunken. Sogar eine ganze Menge Bier. Ein Glas nach dem anderen. In der Zeit zwischen 12:30 und 1:30? Ja, er ist hier geblieben, bis wir zugemacht haben. Wann machen Sie ihn zu? 1:00. Sie kennen Herrn Kolding gut? Ja, ich kenne ihn gut. Er ist öfter hier? Ziemlich oft, ja. Dann kennen Sie sicher auch Frau Triberg. Ja, die kenne ich. Ist es Ihretwegen? Ich habe das da in der Zeitung gelesen, was da passiert ist. War es zwischen 11:30 und 12:30? Ja, genau. Wenn Sie an ihn gedacht haben, er war in der Zeit hier. Ganz unbestreitbar. Genügt Ihnen das? Ja, Sie können gehen. Ja, wollen Sie hier bleiben? Ja, wir trinken hier noch ein Bier. Wie Sie wollen. Was Sie erfahren wollten, haben Sie erfahren. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kolding. Wiedersehen. Was ist denn los, Andreas? Wo kommst du denn her? Im Treppenhaus haben 2 Männer nach dir gefragt. Polizei? Die haben nur ein paar Fragen gestellt, weiter nichts. Und was machen die hier? Ja, hier war ich doch gestern Abend. Danach fragen sie. Soll ich mal reingehen? Bist du verrückt? Herr Kolding und Frau Triberg waren also hier oft? Ziemlich oft. Eine Zeit lang jeden Abend. Was für einen Eindruck hatten Sie denn von den beiden? Ach Gott, wenn Sie mich nach meinem Eindruck fragen, die beiden waren wie... Die haben sich gesucht und gefunden. Eine ganz andere Frage. Die finanziellen Verhältnisse von Herrn Kolding. Na, die kenne ich doch nicht. Wer hat bezahlt? Bezahlt?
Ja, sie hat bezahlt. Sie hat immer bezahlt. Er hatte ja kein Geld. Gestern Abend war er nun alleine hier. Zwischen 12 und 12:30. Und hat, wie Sie sagen, ein Bier nach dem anderen getrunken. Und nicht bezahlt? Nein, ich hab's aufgeschrieben. Aha. Wie viel Schulden hat er denn? Wollen Sie das genau wissen? Ganz genau. Es waren genau 228 Mark. Moment, es waren? Ja, er hat heute Mittag bezahlt. Diesen Brief hat Triberg vor einem halben Jahr seiner Mutter geschrieben. Ich habe Irene gefragt, was findest du an diesem Mann? Er taugt doch nichts, der Mann hat keine Ordnung in seinem Innern. Aber sie ist ihm offenbar hörig. Und weil sie es ist, wird er sie ruinieren, zugrunde richten. Und aus diesem Grunde willige ich in keine Scheidung ein. Und hier ist der Brief, der letzte Brief, den er seiner Mutter geschrieben hat. Vor 8 Tagen ist sie zurückgekommen. Sie stand plötzlich vor der Tür. Sie fragte, kann ich bei dir bleiben? Ich sagte, natürlich. Ich kann dir nicht beschreiben, wie glücklich ich war. Ich war so behutsam wie möglich, um es ihr leichter zu machen, den Weg zurückzufinden, aber genau genommen war die Entfremdung größer denn je. Ich fragte mich, warum ist sie zurückgekommen? Und als ich mich das fragte, kam mir ein Gedanke, dessen ich mich im ersten Augenblick sehr geschämt habe, der mich dennoch seitdem mit immer größerer Unruhe erfüllt. Es ist ein entsetzlicher Gedanke und ich spreche ihn aus, damit du siehst, in welcher Verfassung ich mich befinde. Ich dachte, ob sie mich umbringen wollen. Sie waren es, Chef. Die beiden waren es. Ach, die Frau hat den Mann von der Bahn abgeholt. Sie kann es nicht sein. Und Kolding hat ein Alibi. Das habt ihr selbst festgestellt. Trotzdem, die beiden wissen, wie Triberg umgebracht worden ist und von wem. Das glaube ich auch. Frau Triberg ruft ihren Mann an, um ihn zu warnen. Ja, warum hat sie das getan? Gewissensbisse, Bedenken, irgendwas. Sie versucht halt, ihren Mann zurückzuhalten. Denn dass ihm im Zug was zustoßen wird, das weiß sie ja. Sie sagt, sie hat nicht angerufen. Herr Pförtner hat doch ihre Stimme erkannt. Ach, das reicht doch nicht, Harry, das reicht nicht. Ja, bezweifeln Sie denn, dass Frau Triberg es war, die mit dem Pförtner gesprochen hat? Nein, ich bin auch überzeugt, dass sie angerufen hat. Und Kolding, Chef? Der war auf unseren Besuch vorbereitet. Woher weißt du das? Seine Antworten wirkten überlegt, zurechtgelegt. Als wir ihn fragten, wo waren Sie gestern Abend, da nahm der sofort seine Jacke. Der wusste, dass wir ihn das fragen würden. Ja, er war richtig stolz, dass er uns so ein so fabelhaftes Alibi vorführen konnte. Aber er hat es. Und damit ist die Plauderstunde beendet. Er hat hier gestanden, wo wir jetzt stehen. Und dass er stand, das war eine Voraussetzung für den Mord. Wenn er nun nicht gestanden hätte, wenn er gesessen hätte, hier im Abteil gesessen, dann wäre es unmöglich gewesen, ihn zu erschießen. Glaubst du, es war seine Angewohnheit zu stehen? Es wäre denkbar. Im Orchester sitzt er die ganze Zeit. Vielleicht war er froh, dass er stehen konnte, wenn er nach Hause fuhr. Naja, wenn es so war, dann muss es der Mörder gewusst haben. Er kann sich ja nicht auf irgendeine Zufälligkeit verlassen. Seine Frau jedenfalls war sicher. Wenn er den Zug nimmt, bedeutet das seinen Tod. Und warum hat sie ihren Mann gewarnt, wenn sie ihn loswerden will? Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend. Na, haben Sie schon irgendwas gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir suchen seit Mittag. Ja, ich weiß. Die Chance ist nicht sehr groß, aber in diesem Falle haben wir keine andere Wahl. Was soll man machen? Ne? Ich frage mich, Herr Kommissar, ob der Mann ausgerechnet in einem Bahnhof erschossen worden ist. Ja, der Zug muss gestanden haben und der Mörder war sicher kein Kunstschütze. Suchen Sie auch nach dem Projektil. Nach dem Projektil? Ja. Denn es war ein Durchschuss und irgendwo muss das Ding ja geblieben sein, nicht wahr? Sehen Sie sich die Gegend an, wo da suchen. Naja, die Schusslinie ist ja klar. Sie geht direkt von hier. In Ordnung, Herr Kommissar. Versuchen können wir es ja. Sehen Sie, das ist das, was ich von Ihnen hören wollte. Danke. Und wenn wir nun auf allen 12 Stationen keine Glassplitter finden, keine Spuren, kein Projektil? Woher weiß der Mörder, dass Triberg, wenn er nachts nach Hause fährt, am Fenster steht? Wo
Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend. Haben Sie schon mal Glassplitter im Bahnschotter gesucht? Nein, noch nie. Du? Leider nicht, nein. Wenn Ihnen jemand ein solches Angebot macht, lehnen Sie es ab. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Tipp. Also nichts gefunden? Nichts, was Glas auch nur ähnlich sieht. Hm. Haben Sie das Projektil gesucht? Sie glauben doch nicht, dass wir das finden. Das ist unmöglich. Naja, ich will ja nur, dass Sie daran denken, ja? Schon in Ordnung, Herr Kommissar. Dankeschön. Das wird nichts, Chef. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Ja, kann sein. Hör zu, Robert. Ich fahre weiter nach Wolfratshausen und möchte noch mal mit Frau Triberg sprechen. Soll ich mitkommen? Nein, nein. Fahr du bitte zurück zu Walter und ich möchte wissen, was der Kolding tut. Bis morgen dann, Frau Triberg. Hoffentlich haben Sie eine gute Nacht. Werde ich schon haben. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Dass ich kommen würde, nicht wahr? Nicht hierher. Nicht zu dir. Du hast mir ein Telegramm geschickt. Was hast du dir vorgestellt? Du hast dir vorgestellt, dass du es aushalten könntest, mich zu sehen. Aber es geht nicht. Nicht wahr? Soll ich in ein Hotel gehen? Ich habe wie immer nichts dagegen, dass du hier bist. Du weißt, dass ich überzeugt bin, dass ihr beide es getan habt. Du hast es gesagt. Ich hab's ja gehört. Willst du rauchen? Voll. Guten Abend, Frau Triberg. Guten Abend, Herr Kommissar. Ich weiß, es ist furchtbar spät, aber könnte ich noch mal zu Ihnen hereinkommen? Bitte. Bitte kommen Sie herein. Danke. Guten Abend, Frau Triberg. Entschuldigen Sie, wenn ich noch mal störe. Ich bin gerade eben die Strecke mit dem Zug abgefahren. Die Strecke abgefahren? Ja, München-Wolfratshausen. Wir suchen nach Glassplittern. Glassplitter? Ja, wir gehen von der Annahme aus, dass Herr Triberg erschossen wurde, als der Zug stand. Irene, willst du nicht den Herrn Kommissar bitten, Platz zu nehmen? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Möchtest du nicht etwas anbieten? Was darf ich Ihnen anbieten? Na, na, danke schön, das ist sehr freundlich. Wenn ich vielleicht rauchen dürfte. Bitte. Frau Triberg, Sie haben gestern Abend Ihren Mann von der Bahn abgeholt. Ja. Holen Sie ihn immer ab, wenn er von München nach Hause kommt? Immer? Nein, nicht immer. Und warum gestern? Weil, aus keinem besonderen Grund, ich weiß es nicht. Ihr Mann fährt mit der Bahn, wenn er nach Hause kommt. Hat er keinen Wagen? Doch, doch. Wir haben einen Wagen. Aber er fuhr lieber mit der Bahn. Er sagte, ich will nicht sitzen.
Ah, er fährt mit dem Zug, weil er dort stehen kann. Ja. War das üblich bei ihm? Ja, ich glaube. Seinen Handkoffer fanden wir im Gepäcknetz, aber seine Geige lag auf dem Boden. Er hatte sie wohl unter dem Arm getragen. Er legte sie ungern aus der Hand. So stand er also im hell erleuchteten Wagenfenster, die Geige unter dem Arm. Der Mörder hatte eine unverwechselbare Silhouette vor sich gehabt. Tja. Noch etwas, Frau Triberg. Ihr Mann hatte Angst, dass man ihn umbringt. Lassen wir mal beiseite, ob diese Angst berechtigt oder unberechtigt war. Er hatte sie jedenfalls, wie aus dem Brief an seine Mutter hervorgeht. Gestern Abend ruft nun jemand an, lassen wir wieder mal beiseite, wer es war. Er erhielt jedenfalls eine Warnung, aus der er entnehmen konnte, dass ihm im Zug etwas zustoßen könnte. Aber ihr Mann reagiert gar nicht. Er nimmt den Zug. Er stellt sich ans Fenster, wie er sich immer ans Fenster gestellt hat. In was für einer Verfassung befand er sich? Der Mann war am Ende seiner Kräfte. Seine Briefe beweisen es, ich habe sie alle gelesen. Und ich frage mich, ob er einfach aufgegeben hat. Vielleicht wollte er dieses Ende. Es ist für Sie. Keller. Ja, Chef? Ja, ich glaube, wir haben den richtigen Bahnhof. Buchenhain. Ja, jetzt, Sie werden es nicht glauben, wir haben tatsächlich Glassplitter gefunden. Es sieht so aus, als wären die von der Scheibe. Ja. Ja, sind schon unterwegs ins Labor. Danke, Harry. Ich komme hin. Es sind Glassplitter gefunden worden. In Buchenhain. Wie haben Sie den heutigen Tag verbracht? Den Tag? Den Vormittag, nachdem Sie auf der Bank waren. Ja, ich war auf der Bank. Haben Sie dort Geld abgehoben? Ich hatte keines mehr im Hause. Wie viel? 5.000 Mark. 5.000 Mark? Können Sie mir das Geld zeigen? Zeigen? Oder haben Sie es nicht mehr? Herr Kolding hat heute Mittag alle seine Schulden bezahlt. Sind Sie nach München mit dem Geld gefahren oder ist er hierher gekommen? Antworte! Er braucht es! Er braucht es für das Essen, für die Miete. Ich habe es ihm gegeben, weil er es brauchte. Er war also hier? Ja. Wann? Er kam mit dem Zug um 10 Uhr. 26. Und wann ist er wieder zurückgefahren? Um 10.35 Uhr. Sie haben ihm also praktisch nur das Geld an die Bahn gebracht. Für die Miete, für die Kneipe. So viel Geld. Und so schnell. Ja. Ja, ich bin noch im Büro, Chef. Ich habe mir gedacht, dass Sie mich vielleicht noch brauchen können. Walter, der lässt Kolding nicht aus den Augen. Robert ist wieder bei ihm, ja. Ja, die rufen von Zeit zu Zeit an. Sehr gut, dann sage ich Ihnen Folgendes. Herr Kolding hat heute vom Mittag von Frau Triberg 5.000 Mark bekommen. Ja, er soll doch genau sagen, was er mit dem Geld gemacht hat. Er soll abrechnen, auf Heller und Pfennig. Weil er vielleicht jemanden bezahlt hat. Herr Kommissar? Haben Sie meinen Sohn spielen gehört? Es gibt Platten von ihm.
Kennen Sie den Bahnhof Buchenhain? Hallo. Wollen Sie zu mir? Ja, zu Ihnen. Wissen Sie, wie spät es ist? Es ist 10 Uhr. Ist ein bisschen spät für einen harmlosen Besuch. Vielleicht ist es kein harmloser Besuch. Na, kommen Sie rein. Leute haben mich gestern Abend gesehen. Reicht Ihnen das nicht? Doch, das reicht uns. Ihr Alibi ist fabelhaft. Was kann ich sonst für Sie tun? Für meine Frage an Sie, waren Sie heute Morgen zufällig in Wolfratshausen? Ja. Das ist doch nicht schwer zu begreifen, ne? Sie hat mich angerufen. Nachts. Hat mir gesagt, was passiert ist. Sie war völlig verzweifelt. Verzweifelt und hilflos. Sie sagte, kannst du nicht herkommen. Ich sagte, wie denn? Jetzt geht doch kein Zug mehr. Ja. Heute Morgen bin ich dann hingefahren. Um ihr zu helfen. Wofür Sie genau 9 Minuten Zeit hatten. Was? Sie sind 10.26 Uhr angekommen und 10.35 Uhr wieder abgefahren. Ach so. Mit 5.000 Mark in der Tasche, die die gebrochene Witwe von der Bank abgeholt hatte. Ja, denken Sie darüber, wie Sie wollen. Aber mir stand das Wasser bis zum Hals. Ich brauchte das Geld. Eine Art Darlehen. Wir hatten schon vor Tagen darüber gesprochen. Sie gab mir das Geld, weil sie es mir versprochen hatte. Und was haben Sie mit dem Geld gemacht? Hören Sie mal. Was ich mit dem Geld gemacht habe? Ein paar Schulden bezahlt. Ich sag Ihnen doch, mir stand das Wasser bis zum Hals. Nehmen Sie sich mal einen Zettel und schreiben Sie uns alle Ihre Ausgaben auf. Was? Ja, und den Rest würden wir gerne sehen. Wollen Sie es auf den Pfennig genau? Sie können abrunden. Ich weiß, dass ich nicht verpflichtet bin, zu tun, was Sie da von mir wollen. Aber bitte sehr. Da ist aber ein großer Posten dabei. 3.000 Mark an. Wie heißt der Mann? Broschek, Freund von mir. Der kriegt so viel Geld von Ihnen? Wofür? Ja. Er hat mich gefragt, ob ich ihm 3.000 Mark besorgen könnte. Ich sagte, ich will es versuchen. Er versprach Zinsen. Ist doch ein Grund. Ich dachte, vielleicht fängst du auf diese Weise tatsächlich mal an, von Zinsen zu leben. Wo finden wir denn diesen Herrn Broschek? Ja, wollen Sie den jetzt noch aufsuchen? Soviel ich weiß, geht er vor ins Bett. Wer ist denn da? Ich bin's. Aber ich bin nicht allein. Dann mach mal auf. Ja, Moment mal. Ich bin nämlich schon ausgezogen. Nicht allein, sagst du? Erschreckst du vielleicht vor Polizisten, Broschek? Wieso vor Polizisten? Ich hab welche bei mir. Jetzt reden Sie nicht so viel. Machen Sie auf, Broschek. Was ist denn los? Guten Abend. Guten Abend. Polizisten, sagst du? Ja, sie wollen dich was fragen. Ja, bitte, kommen Sie rein. Was fragen wollen Sie mich? Entschuldige, ich war schon im Bett. Das dauert nicht lange, Herr Broschek. Sie haben heute von Herrn Kolding 3.000 Mark bekommen. Ja, habe ich. Wofür? Wofür? Ich habe was vor. Ein Geschäft vor. Und da habe ich Kolding mal gefragt, ob er mir 3.000 Mark besorgen kann. Heute konnte er. Ich bin ihm fast um den Hals gefallen. Sind Sie vorbestraft, Herr Broschek? Vorbestraft? Geringfügig. Wo waren Sie gestern Abend? Zwischen 12:30 und 1:30. Na, die Frage kann ich ganz leicht beantworten. Hier war ich, im Bett. Hast du nicht gesagt, dass ich früh schlafen gehe? Doch, doch, das hat er. Und Zeugen haben Sie dafür nicht zufällig. Zeugen? Ja. Ich schlafe allein. Sie waren nicht gestern Nacht zufällig in Buchenhain. In Buchenhain? Weißt du, was damit gemeint ist? Keine Ahnung.
ja? Wir haben den Dritten im Bunde. Ein gewisser Broschek, der von Kolding 3000 Mark bekommen hat. Ja, er ist vorbestraft. Übrigens, er sagt, er war gestern Abend früh im Bett. Kein schönes Alibi. Ja, ja, ist gut. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss nach Buchenhain und habe ja nun leider keinen eigenen Wagen. Ich bin mit dem Zug gekommen. Könnten Sie mich dorthin bringen? Mit meinem Wagen? Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Nein, nein. Jetzt? Ja, bitte. Wenn Sie sich noch etwas anderes anziehen wollen. Kennen Sie einen gewissen Broschek? Broschek? Sie kennen ihn nicht, wa? Ja, er ist ein Bekannter von... Ein Bekannter von Kolding, ja. Kolding hat ihm heute 3000 Mark gegeben. 3000 Mark? Von Ihrem Geld. Beziehungsweise vom Geld Ihres Mannes. Und ich frage mich, ob nicht auf diese Weise Ihr Mann seinen eigenen Mörder bezahlt hat. Seinen... eigenen Mörder? Sie haben ein Alibi. Kolding hat ein Alibi. Nur Broschek hat geschlafen. Und dafür keinen Zeugen. Aber was stellen Sie sich denn vor, Herr Kommissar? Ich könnte mir vorstellen, dass Kolding Ihnen gesagt hat, er schießt Triberg. Am nächsten Mittag hast du 3000 Mark. Ich hole es. Ich hole es selbst. Mittags hast du das Geld. Wie kam Kolding auf Buchenhain? Er war mal bei mir zu Hause, während mein Mann in München spielte. Ich wusste, dass er mit dem letzten Zug zurückkommen würde. Ich brachte Kolding nach München zurück. Bei Buchenhain geht die Bahn über die Straße. Wir kamen vor der Schranke an. Sie war geschlossen. Der Zug aus München hatte in Buchenhain gehalten und fuhr gerade weiter. Es war der Zug, in dem mein Mann aus München zurückkam. Und wir sahen ihn. Und Kolding sagte, da ist er ja. Und er sagte, warum setzt er sich denn nicht? Steht er immer am Fenster? Und ich sagte, ja. Steht immer am Fenster. Er mag sich nicht setzen. Er setzt sich nie. So hat Kolding es also erfahren. Ja. So hat er es erfahren. Weil mein Mann, weil er im hellen Fenster stand, die Geige unter dem Arm. Ich glaube, wir haben den Platz gefunden, Chef. Sie sehen da drüben die Wartehalle. Ja. Da stand der Waggon, in dem Triberg war. Und die direkte Verbindung, das heißt Verlängerung, führt genau zu diesem markierten Baum hier. Und dann haben wir das gefunden. Ach, die Hülse. Ja. Und noch was, Chef. Die B11 führt direkt hier am Bahnhof vorbei. Wenn die Schranke zu ist, dann stauen sich da eine Menge Autos, unter anderem auch Lastwagen. Vielleicht ist das die Erklärung, warum keiner den Schuss gehört hat. Danke, Harry. Wollen Sie nicht aussteigen, Frau Triberg? Wollen Sie nicht sehen, von wo aus Ihr Mann erschossen wurde? Bitte. Der Täter muss hier gestanden haben, hier hinter diesem Baum und auf den Zug gewartet haben. Es kann natürlich sein, dass er den Baum als Stütze benutzt hat. Wir haben nachgemessen, es sind 36 Meter bis zur Bahnlinie.
Das Ziel war ja hell genug. Herr Trieberg stand im vollen Licht. 0:03 Uhr. Das ist der letzte Zug. Vor genau 24 Stunden hat der Mörder hier gestanden. Und hat auf Ihren Mann geschossen. Sie wissen, wer es war. Wollen Sie es mir nicht sagen? Ich bringe Sie nach Hause. Kommen Sie. Setzen Sie sich ans Steuer. Wer war es, Frau Trieberg? Sie wissen doch, wer kein Alibi hat. Sie selbst haben doch gesagt, er hat keins. Was hat Broschek gesagt, wann er schlafen gegangen ist? Er hat gesagt, um 10. Glauben Sie, dass so ein Mann um 10 Uhr schlafen geht? Gestern Abend haben Sie gewusst, dass Ihr Mann in der Nacht erschossen werden sollte. Haben Sie es gewusst? Ja. Ja, ich hab's gewusst. Kolding hat sie angerufen. Er sagte, es passiert heute Nacht. Es passiert in Buchenheim. Und er sagte weiter, hol ihn von der Bahn ab. Aber so, dass man dich sieht. War es so? Ja. Dann ist ihnen plötzlich klar geworden, worauf sie sich eingelassen haben und haben Bedenken bekommen. Ist das richtig? Ja. Sie haben sich entschlossen, Ihren Mann anzurufen? Denn Sie haben Ihren Mann angerufen und haben versucht, ihn zu warnen. Stimmt das? Ja. Ja, ich habe gesagt, richten Sie ihm aus. Er soll nicht den Zug nehmen. Auf keinen Fall den Zug. Wer hat das Gewehr besorgt? Broschek. Broschek hat das Gewehr besorgt. Warum fahren Sie so schnell, Frau Trieberg? Wir haben den Zug überholt. Wollen Sie mir nicht sagen, warum Sie so schnell fahren? Wollten Sie den Zug überholen? Wollten Sie ihn unbedingt überholen? Der Zug fährt in Buchenhain ab um 0:03 Uhr und kommt in Wolfratshausen an um 0:26 Uhr. Wie schnell man doch mit dem Wagen diese Strecke zurücklegen kann. Machen Sie den Kofferraum auf. Ich wollte es nicht. Um 11:40 Uhr rief mich Calling an. Er sagte, er ist gerade abgefahren. Er steht im letzten Wagen. Er steht am Fenster. Und er sagte, tu's, Irene, tu's.
Und da bin ich losgefahren und hab's getan. Das Schlimmste? Er hat mich dabei angesehen. Ich hatte das Gefühl, er sieht mich. Sieht mich an. Glauben Sie, Herr Kommissar, dass er mich gesehen hat?